Ladies and Gentlemen, willkommen zu Vanecasting Live. Live Edition. Herzlichen Applaus für den großartigen Adam Cohen. Unsere One-Man-Band. Als nächstes einen tosenden, tobenden Applaus für die großartige, umwerfende Vanity Venus. Auch einen großen Applaus für unser Mastermind, Genius, Arsch-Spezialist, Georgi Melnikov. Arsch-Carsten, was ist das eigentlich? Vielleicht sieht man hier ein Exemplar. Das ist ein wunderschönes Exemplar, ein besonders tolles. Genau, das auch ist ein mein besonders, Hintern. Besonders teures, ja, auch. Besonders teuer, vergoldet. Ja, bei uns geht es um die Eitelkeit und wir wollen die Eitelkeit in die Zukunft casten und ewig erblühen lassen. Und das ist quasi das neue Selbstporträt des 21. Jahrhunderts. Also wer wirklich was auf sich hält, lässt seinen Arsch abformen und vergolden. Genau darum geht es uns. Ging es uns von Anfang an. Wir wollten sozusagen einen Dienst der eitlen Gesellschaft leisten. Und ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, den nächsten Schritt zu machen, nämlich die Gecasteten sozusagen auch zu Wort kommen zu lassen und vielleicht das als Übergang zu unserem allerersten Gast. Bitte einen großen Applaus für Markus Jagersberger. Lieber Markus, möchtest du uns sagen, wie du dich fühlst? Ja, mir geht's gut. Sehr gut, sehr gut. Noch, ja genau. Für unser Material, das ist nämlich sogenanntes Alginat. Das wird die erste Schicht, Markus. Ich zeige es dir auch, damit du weißt, was da passiert. Alginat ist 100% Bio. Und wir haben extra das Rosane aus Paris einfliegen lassen, genau, damit es in den Branding-Colors natürlich dazu passt. Sehr schön. Keine Kosten und Mühen gescheut. Und ich werde das jetzt schnell mal vorbereiten. Ja, was machst du denn so in deinen eigenen Worten? Ich arbeite mit Pflanzen und ja, in allen verschiedenen Formen, also Gartengestaltung und Schnittblumen, und ich versuche natürlich die Schönheit auch in den vertrockneten oder in den sterbenden Blumen dann zu sehen und auch festzuhalten, und lackiere viele Sachen und baue wieder neue Objekte daraus. Auch ja, wiederum dieses Aufhalten auch der Zeit eigentlich, oder der Versuch irgendwie das festzuhalten. Gleichzeitig liebe ich aber auch einfach frische Blumen und finde es schön, wenn sie sterben. Dem Alginat geht es prächtig. Es hat jetzt so eine Art ektoplasmischen Zustand erreicht. Lieber Markus, wie du siehst. Bist du bereit für die Arsch? Stoff, aus dem sozusagen die Träume gemacht werden, beziehungsweise die Ärsche. Mein Lieblingspart. Wunderschön. Wir müssen das noch ein bisschen hochziehen. Genau, ein bisschen. Geht's los? Geht schon los. Genau. Wenn irgendwas unbequem ist im Prozess oder kalt ist, sagst du einfach Bescheid. Genau, aber ich habe jetzt eh geschaut, wenn es wohl temperiert hier zu lassen. Vielleicht stellen wir uns ein bisschen auf die Seite, dass unsere Zuschauer auch was sehen können. Ja? Batzt aber ganz schön rum. Naja. Das ist Servus. Dramatisch. Wer schön sein will, muss batzen. Ganz genau. Markus, wie geht es dir? Bist du
gut, ich habe Zuschauer von der Gasse. So wird man berühmt. So wird unsere man Quote feiert. Steigt. Unsere Quote steigt eigentlich mit jeder Sekunde. Also da kann sich der ORF noch was abschauen. Ja? Sehr schön. Hat doch ein bisschen sowas von Erdbeerjoghurt mit so. Ja, ich würde so gerne essen. Es schmeckt nicht nach Erdbeerjoghurt, es schmeckt nach Mehl mit Wasser. Echt? Ach, schade. Ja, übrigens, jetzt kommt schon dieser spannende Moment, wo das Alginat, den Aggregatzustand verändert, eben zu so schön. Bröckelig. Und dann ist schon mal probiert, wenn es eh aus Algen ist. Ich hab's gerade probiert. Ich könnte es auch gern so mal angreifen. Ich könnte auch gerne ein bisschen davon haben. Ja, es ist tatsächlich gar nicht so schlimm. Also man reißt sich damit kaum Haare aus. Es ist eigentlich. Ich will noch irgendwer. Nein, ein bisschen. Na, Leute schon. Ah, das ist, ich kenne ja mittlerweile schon die Leute, die drauf stehen, das da auch mal anzugreifen. Ich sehe dann immer so diese Augen, die so schimmern und wo man sich denkt, so, ja, ich will auch. Genau. Nicht okay. Ja, vielleicht noch ein kleines. Vielleicht für später, genau. Wie genau bist du zu den Blumen gekommen und der Kombination von den Blumen mit Kunst? Es hat mich hat mich fasziniert schon von klein auf. Insofern habe ich schon mit 14 eine Schule gemacht für Landschaftsarchitektur und danach Landschaftsdesign studiert. Und da ist so eine Verbindung dann entstanden von künstlerischem Arbeiten und den Pflanzen und so lebendig, ich finde auch spannend, das lebendige Material. Und ich liebe es eigentlich, Bäume zu pflanzen. Mhm. Wie viele Bäume hast du schon gepflanzt? So. Keine Ahnung. Daumen mal Pi. Tausende. Tausende? Wow. Ja. Yay, bitte einen Applaus. Hochaktuell. Ja. Also danke, ganz ehrlich, dass du Sauerstoff produzierst. Wir brauchen ein bisschen mehr Leute, die tausende Bäume pflanzen. Und eigentlich cool, dass du das so früh gewusst hast. Also du hast es einfach klar gesehen und hast die Schule gemacht und das passt nach wie vor. Ja. Und gibt es da eigentlich sowas wie so illegales Baumpflanzen, also so wie Graffiti, so wie Baumbomben? Oder, also ich habe illegale Bäume schon gepflanzt. Yes. Sehr geil. Aber ich wurde nie erwischt. Ist dir schon kalt? Soll man Tee trinken? Gern, immer. Ja. Stimmt. Dann glaube ich, ist das ein Moment für unsere Teepause. Und das ist der Clou für The Great One-Man-Show Band. Play a little song for the tea time. Kannst du uns vielleicht von irgendwelchen eindringlichen Arscherlebnissen erzählen? Ich habe heuer für eine Freundin hat eine Seeapparatur gebaut. Mhm. Und die funktioniert so, dass man eine schwarze Box über dem Kopf hat und so nicht sieht. Und hinten ist aber dann montiert eine Kamera, die deinen Arsch filmt. Okay. Und das wird übertragen dann in die Box und so kannst du dann gehen. Mit dem Blick von deinem Arsch sozusagen. Ja. Arsch-POV. Ja. Okay. Das war sehr eindringlich. Das glaube ich. Das Alginat ist, wie man sieht, recht weich. Der Vorteil ist, dass es gut zur Haut ist, aber es behält die Form nicht so gut. Und jetzt machen wir eben noch eine zweite Form drumherum, die das Alginat eben stabilisiert.
Grundsätzlich, was wir hier machen, ist, wir machen eine Art Armierung, nennt sich sowas. Armierung, das ist ein sehr professioneller Ausdruck. Genau. Voll, der Gips zart an, die Musik wird schneller, es wird echt wir langsam. Müssen auch anzahnen. Es ist alles gecovert, also hier ist es noch nicht doppelt. Vielleicht auf der Seite noch ein bisschen doppelt. Markus, wie fühlt es sich bei dir an? Ganz meditativ. Meditativ, oder? So wie langsam der Gips trocknet, so wie das Gras langsam wächst. Ist dein Ahr-Chakra schon offen? Ich glaube, jetzt ist gerade alles ein bisschen geschlossen. Okay. Spielen, dass der Gips ein bisschen schneller macht. So. Ein Pampers. Das hat doch ganz schön ein Gewicht rein. Ja. Und ein neues, wunderschönes Arschnegativ ist geboren. Okay. Sag etwas, Markus, zu diesem krönenden Abschluss. Es schaut toll aus. Er ist sprachlos.